ihr Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CIA TV. Wir sind heute hier in Salzburg bei Plants for Friends und die haben am 5.12.2015 hier das erste Mal eröffnet. Und diesen Laden, der ist es einfach wert, dass wir euch den mal vorstellen. Und schaut es euch einfach erstmal um. Wir stehen jetzt hinten vor den Zelten, vor diesen wunderschönen Pflanzen von Plants for Friends. Neben mir ist der Ben. Hallo Mario. Schön, dass du mal kurz vor die Kamera trittst. Du bist also für diese wunderschönen Pflanzen hier verantwortlich. Ja. Ich war ja schon mal ganz am Anfang hier. Da hattet ihr noch nicht so viele Sorten. Ihr seid ja auch noch die Halle irgendwo am Aufbauen hinten, ne? Ziemlich am Erweitern. Dauert alles noch. Ich schätze mal, das können wir euch dann irgendwann auch nochmal zeigen, irgendwann filmen. Mich würde es jetzt mal interessieren, oder die Zuschauer, was sind so eure gängigsten Sorten oder was geht am besten weg hier, was wird am meisten gefordert? Amnesia Haze, Klassiker, Blueberry Haze, Big Bud, Chronic, Wapper, dann noch ein Clone Only, die Grüne Hessin, auch sehr gefragt. Dann die Grüne Hessin ist ziemlich über eine Zeit ausgestorben, oder? Ja, wurde wiederbelebt. Okay. Es geht sehr gut. Schön. Dann die ganzen CBD-Sorten. Wir haben die Charlotte's Web. Also für die Leute, CBD-Sorten sind halt für die, die es eher medizinisch nutzen wollen. Da ist dann halt der THC-Gehalt runtergedrückt und der CBD-Gehalt halt höher. Ne? Genau. Was habt ihr da für Sorten? Die Yumi, CBD-Yumi, die CBD-Nordle, dann die Charlotte's Web. Okay. Und wir erweitern stetig. Okay. Also wir sind dran. Das heißt, wenn einer Wünsche hat oder sogar vielleicht Sämlinge gezogen haben will oder irgendwas Besonderes, könnte er sich auch an dich wenden. Und, ja, wir haben EVC-Service. Mhm. Also wir machen das eigentlich. Das nehmen sehr viele Kunden in Anspruch auch. Okay. Und es kommt gut an. Ja. Mit was für Dünger oder wie behandelt ihr eure Pflanzen? Wie bearbeitet ihr die? Also wir tun rein mit biologischen, mineralischen Dünger arbeiten. Okay. Was für Medium kann man bei euch holen? Also nur auf Steinwolle oder? Kundenorientiert. Steinwolle eher nicht, weil wir benutzen eher biologisch abbaubare Produkte. Okay. Also mit dem Wunsch, wie der Kunde hat, kann er zu euch kommen. Genau. Wir tun natürlich auch mit Steinwolle, wenn es der Kunde haben möchte. Okay. Genau. Super. Hey, ich danke dir, dass du mir die Fragen beantwortet hast. Leute, wenn ihr Fragen habt, wendet euch einfach an Ben. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, jetzt sitzen wir am wunderschönen Tresen vom Roland. Roland, schön, dass du mal vor die Kamera trittst. Hallo Mario. Du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Branche, ne? Ja, stimmt. Wo kommst du her? Also herkomme ich aus Kärnten, das ist einmal das Wichtigste. Kärnten in Salzburg ist das Wichtigste, aber meine Branche, die Hauptbranche ist Baufirma. Ich war Baufirma, parallel eine Maklerfirma. Okay. Und ja, eigentlich das Hobby irgendwie wurde dazu genommen. Entwickelt hat sich das schon vor längerer Zeit, aber das dauert jetzt sicher zu lang. Okay. Na, wie bist du zum Thema Hanf gekommen? Ich meine, es kommt ja nicht unbedingt jeder Bauunternehmer so, ich mache jetzt mal einen Hanfladen auf. Zum Dämmen vielleicht, das wäre vielleicht die Idee. Ja, vielleicht. Wie bist du dazu gekommen? Ja, es war, wie gesagt, vor längerer Zeit schon. Eine Bekannte von mir hat massive gesundheitliche Probleme gehabt. Okay. Und hat die wirklich total gut mit Hanf in den Griff gekriegt, also mit Cannabisprodukten. Es war sensationell. Mhm. Und da hat sich die ganze Familie damit beschäftigt und da muss ich sagen, das war so die Initialzündung. Mhm. Und da muss man natürlich sagen, war das dann immer wieder mitverfolgt, geschaut, wie sich das der Hanfmarkt entwickelt. Und man muss schon sagen, entscheidend war dann schon das Oberlandesgerichtsurteil, das in Wien der Kollege da erwirkt hat. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wie schaut es aus, könnte man das jetzt auch in Salzburg relativ einfach legaler irgendwie in den Griff kriegen. Und haben uns erkundigt bei Wirtschaftskammer, wo es halt nur gibt. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, eigentlich müsste es funktionieren, wenn wir jetzt ein reiner Großshop sind. Und ja, das war dann einfach die Initialzündung. Wir haben gesagt, okay, wir machen das, ausfertig. Das war relativ schnell. Jetzt bist du ja einer der ersten eigentlich in Salzburg, der auch Stecklinge anbietet. Es gibt ja wohl schon ein, zwei kleinere Shops. Aber du bist halt der Erste, der sich in den Rahmen Stecklinge getraut hat. Wie sieht's aus? Ist da schon, wurde schon das Haus umzingelt oder? War noch gar nicht versteckt. Wobei es war schon einmal, das war die Polizei einmal herinnen, okay. In Uniform. Mhm. Das ist wie wenn du Auto fährst und nicht alkoholisiert bist und nicht schnell dran bist. Es geht da trotzdem, die Pumpen voll Gas.
Ich habe denen gesagt, was ist, braucht ihr irgendwas, kann ich irgendwas helfen? Die haben gesagt, nein, sie haben nur gesehen beim Vorbeifahren, Plants for Friends und Ham City, und die waren ganz verwundert, was ist. Mhm. Haben sich brav vorgestellt und haben einfach gesagt, sie wollen den Shop anschauen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann zeige ich euch gerne mal meinen Shop. Habe ihnen hergezeigt und beim Gehen haben sie gesagt, sie wollen mir nur gratulieren, es ist ein wunderschöner Shop. Super, voll klasse. Aber ich war fertig. Ich war wirklich fertig. Brauche ich nie wieder. Aber also zum wunderschönen Shop kann ich dir auf jeden Fall auch gratulieren. Hast du wirklich toll hingekriegt hier. Seht ihr auch auf den Bildern. Was mich nochmal oder die Kunden interessieren würde, was ist so deine Philosophie? Was möchtest du erreichen oder wo möchtest du hin? Also ist so ein Flipper-Automaten mitten im Laden hat ja auch nicht jeder. Was ist so deine Philosophie? Ich glaube, dass einfach der Riesenunterschied ist, wenn man es als Hobby macht, als Spaß, dass es nicht nur als Beruf macht, weil man es machen muss. Aber man kann so viele Dummheiten von sich als wir Buben oder wir Männer bleiben wir immer Buben einfließen lassen und dadurch steht der Flipper-Automat eben herinnen. Keine Playstation, definitiv nicht. Und die Philosophie ist wirklich das, kann verarschen. Wir wollen einfach generell Preise anbieten, wie du es im Internet hast. Wir wollen Preise anbieten wie in Wien, weil wo sind wir früher hingefahren? Nach Wien. Ja. Du brauchst in Wirklichkeit nicht mehr nach Wien fahren, du kannst in Salzburg genau die gleichen Preise haben wie in Wien. Sollten irgendeine Kunden von mir draufkommen, dass wir zu teuer sind, dann sollen sie mir das einfach sagen. Wir ziehen sofort nach mit dem Preis. Okay. Wir haben eine Garantie darauf, dass alle Qualitäten von mir passen. Wir schneiden momentan wahnsinnig viele Stecklinge. Ich sage es meinen Kunden immer dazu, sollte irgendwas mit meinen Pflanzen nicht passen, sofort umtauschen. Also der braucht mir nichts mitbringen, kein Foto, gar nichts. Der kann reinkommen und kann sagen, du Roland, bei deinen 10 Stecklinge, die du mir mitgegeben hast, sind zwar nicht gescheit gewachsen, sage ich sofort, wird sofort ausgetauscht. Sure. Und da sind wir, glaube ich, die Einzigen, die wirklich so liberal arbeiten. Das ist vielleicht einfach meine Philosophie dahinter. Weißt, niemand verarschen, gut betreuen. Du hast den Ben auch schon gesehen bei uns. Ja. Wir haben Top-Gärtnerinnen, wir erleben das Ganze ganz anders. Und das wollen wir halt einfach transportieren. Mhm. Alle Leute sollen sich bei mir herinnen wohlfühlen. Wir haben einen wahnsinnig hohen Frauenanteil herinnen. Unglaublich, hätte man nie gedacht, dass so viele Frauen gerne reingehen. Und die sagen einfach, weil der Shop ganz anders ist. Mhm. Das war die Idee dahinter. Wir haben übrigens beim Roland auch schon ein paar Patienten-Infoabende hier gemacht. Genau. Also auch das Thema widmest du dich und bietest ganz das wichtig. An. Ganz, ganz wichtig. Finde ich auch sehr schön. Was hast du in Zukunft vor? Was geht hier noch so ab? Ich habe gehört, du hast hinten da ein Riesenprojekt noch stehen. Ja. Erzähl. Das ist spannend. Also das merkst ja du als Erster, du kriegst so viel mit, wo ich es da reinlebe, richtig, also in die ganze Szene. Und das ist so spannend. Es passiert wahnsinnig viel Qualität, ganz, ganz oben. Also wie gesagt, das ist unser nächstes Ziel, Qualität, Qualität, Qualität. Wir bauen komplett eine neue Halle gerade. Wir bauen die Halle wirklich in einen Top-Standard. Wir wollen annähernd an einen Reinraum hinkommen. Okay. Das heißt, das wird aber dann permanent übertragen. Also wir machen einen Livestream aus unserer Halle dann zu dir, dass du als Kunde auch immer siehst, wie arbeiten wir, was arbeiten wir. Thema bin ich auch jetzt draufgekommen, für alles Thema sind immer Schädlinge, alles solche Sachen, die der Pflanzen nicht gut tun. Hey, wir wollen so eine Qualität auslassen, dass es bei uns nie Probleme gibt. Das heißt, wir bauen alles um auf aeroponisch. Es wird nur mehr aeroponische Systeme geben bei uns. Okay. Du kriegst als Kunde leider, der ist ein wunderschöner Stecklingsraum, der bei uns wird jetzt ein bisschen kleiner werden, also der Stecklingsraum bleibt gleich, die Pflanzen werden weniger, dass man halt die Range sieht, was wir anbieten, so in Summe 30 Sorten vielleicht, sehr viel CBD wird jetzt kommen und die Idee ist einfach wirklich das, dass wir sagen, wir growen aeroponisch, du als Kunde kommst rein und sagst, hey, ich hätte gerne nächste Woche gerne 100 Stück von einer Sorte in von mir aus, wenn du unbedingt willst, Steinwolle liefern. Wenn du sagst, du hättest gerne im Easy Plug, dann liefern wir das im Easy Plug. Ich würde dir garantieren, dass die Ware, die bei mir rausgeht, zu 100% passt. Und wir denken jetzt einfach schon weiter, dass wir sagen, es wird über kurz oder lang, du bist ja Vorreiter, es wird über kurz oder lang medizinisch freigegeben werden, da braucht man gar nicht diskutieren. Aber da wollen wir alle Vorreiter sein und sagen, egal wer zu mir kommt, ob das der Pharmakonzern ist oder der kleine Patient, wir wollen für jeden eine Top-Qualität abliefern können und Top-Qualität geht leider nicht im Glashaus. Ja. Top-Qualität musst du unter Reinraumbedingungen herstellen. Ja. Top-Qualität geht nur, wenn du keine Pestizide verwendest. Ja. Und das ist so unser nächstes Ziel, das ist ein großes Projekt. Wir stecken viel Geld da jetzt rein. Wollte ich gerade sagen, das ist es ist jetzt schon viel Geld drin, aber es kommt das nächste noch dazu. Aber das machen wir, also das greifen wir an, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Leute, wenn ihr das vor Ort sehen wollt, Salzburg, hinkommen, anschauen. Ziegeleinstraße 16. Genau, dann blenden wir hier. Hey, ich danke dir erstmal, dass du vor die Kamera gekommen bist. Schön, und wir schaut euch nochmal ein paar Bilder vom Laden an.
Ja, jetzt haben ja nur die Männer alle hier vor der Kamera gehabt und jetzt wollte ich euch nochmal die gute Seele des Hauses Plants for Friends. Und die Nicole ist auch noch mal kurz bei mir. Hallo. Hallo Nicole. Hallo Mario. Du machst so mehr den Backoffice und versuchst mal hier gute Laune in den Laden zu bringen. Genau. Für alle Bewegchenherinnen schaue ich, dass ich da bin. Okay, super. Gut, es ist ja so, in diesem Laden gibt es ja nicht nur Dünger, Lampen, Grow Equipment, sondern ihr habt auch was für die Frau interessant sein könnte. Richtig, ne? Ja. Was ist das? Wir haben eine total tolle Kosmetik aus Hanf. Okay. Total super Pflegelinie ist das, gerade für trockene Haut und so. Und das ist halt das, was ich total toll finde, als Ergänzung zu dem ganzen anderen. Also du verkaufst das nicht nur, du testest das auch selber. Ja, selbstverständlich. Man kann nur davon reden, dass was gut ist, wenn man es selber probiert. Mhm, super. Und ich bin echt überzeugt davon, ja. Cool. Ja, Leute, ihr solltet also auch mal wegen der Kosmetika und wegen Hanflebensmittel hier reinschauen. Es lohnt sich echt, hier mal vorbeizuschauen. Ja. Du, ich danke dir auf jeden Fall, dass du vor die Kamera gekommen bist. Oder gibt es noch irgendwas, was man erwähnen sollte? Weißt du, Mario, mir ist jetzt noch ganz schnell was eingefallen. Wir wollten jetzt noch ein Gewinnspiel machen. Okay. Und zwar haben wir überlegt, ich stelle eine Frage. Mhm. Und die Leute, die ersten fünf, was bis zum 1. Juli reinkommen zu uns, ja, die dürfen sich 5 Stecklinge aussuchen. Wow. Freie Auswahl quer durchs Bett. Mhm. Und wenn Sie die Frage richtig beantworten, dann schenken wir Ihnen die. Es geht darum, ihr müsst hier in Salzburg in die Ziegeleigasse Nummer 16. Richtig. Und dort müsst ihr sagen, welche Frage müsst ihr beantworten? Ja, genau, die Frage. Ja, genau. Die Frage ist, seit wann gibt es uns Plants for Friends in Salzburg? Okay, und wenn ihr diese Frage hier in der Theke beantwortet, dann dürfen sich die ersten 5 Stecklinge aussuchen. Leute, seid schnell. Hey, danke. Nicole, danke dir, dass du kurz noch mal da warst. Ja? Und viel Erfolg für den Laden. Danke. Dir auch. Tschüss. Ja, also voll nett, dass ihr alle da wart. Zumindest visuell. Kommt bitte auch live vorbei. Kommt in unseren Shop. Mit euch lebt unser Shop. Und natürlich gibt es ja auch was zum Gewinnen. Also es wird wirklich spannend. Kommt vorbei, wir freuen uns.